So, Hallöchen, meine lieben Freunde der Sonne, des Mondes und auch der Sterne. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Micro-LPs. Ich weiß gar nicht genau, ob ich in der letzten Folge meine Facecam anhatte. Falls nein, habe ich auch in der heutigen Folge mein Facecam nicht an. Und wir fahren fort. Wir setzen die Streak an Minecraft-LP-Folgen ohne Facecam mal wieder fort. Falls ich die Facecam in der letzten Folge anhatte, dann doch nicht. Ich glaube aber, ich habe tatsächlich jetzt gerade einen Streak von 4 oder 5 Folgen, in denen ich meine Facecam nicht anhabe. Weil ich irgendwie immer, also das Datum, an dem ich keinen Bock habe, meine Facecam anzuschmeißen, das habe ich hier. Und keine Ahnung, der Tag, an dem ich keine Zeit habe, meine Facecam, also der Tag, an dem ich Minecraft aufnehme, das haben wir hier, und das Datum, der Tag, an dem ich halt keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer habe, meine Facecam anzuschmeißen, diese beiden Dinge überlappen irgendwie immer und sind dann passiert, das fällt immer auf denselben Tag, ist was ich damit sagen möchte, deswegen tut mir voll sorry und so, dass ich jetzt hier mal wieder ohne Facecam Minecraft-LP aufnehme. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel, aber irgendwie überlappt das immer. Das ist tatsächlich Zufall. Also, ich plane jetzt nicht so, ja, heute nehme ich ohne Facecam auf oder heute habe ich keine Zeit, mit Facecam aufzunehmen. Aber heute nehme ich auch Minecraft-LP auf und das plane ich nicht. Das ist einfach Zufall. Keine Ahnung, wie das immer kommt, aber es ist. Ja. It's a thing, I guess. Es regnet übrigens gerade. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es am Ende der letzten Folge geregnet hatte oder angefangen hat zu regnen. Was ich aber in Erinnerung habe, ist, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar war das, die Höhlensysteme ein bisschen ausleuchten. Unter meiner oder was auch immer. Zombie-XP, was auch immer. Zombie-Spawner-XP-Farm. Und deswegen werden wir heute ein bisschen benchmarken. Und zwar nicht mein PC, sondern unsere. Also logischerweise, wie ihr seht, es läuft alles flüssig und so. Deswegen mein PC werde ich heute nicht benchmarken. Was wir benchmarken werden, ist unsere meine, was auch immer, Zombie-XP-Farm. Also die Spawner-Zombie-XP-Farm, um genau zu sein. Die wir ja versucht haben, etwas zu improven, sage ich mal, indem wir da ein bisschen Höhlen ausleuchten, damit da ein bisschen weniger Bums spawnt. Drumherum und unten drunter und dran und generell überhaupt. Mal schauen, wie effektiv diese Maßnahmen da jetzt waren. An der Stelle. Und genau das werde ich jetzt hier heute. Das werde ich jetzt hier heute testen und tun und ja, wir werden das Ganze auf Herz und Nieren überprüfen, sage ich mal. Und zwar werden wir aber vorher noch Folgendes machen. Ich hatte den nützlichen Tipp gekriegt, dass wir doch mit Slabs ein bisschen arbeiten könnten, beziehungsweise dass ich hingehen könnte und eine Slab platzieren könnte an der Stelle, wo die Zombies runterkommen, damit da die Baby-Zombies nicht einfach rausstürmen können und mich attackieren und angreifen können. Und das halte ich für eine gar nicht mal so dämliche Idee, deswegen werden wir mal schauen, ob das geht. Ich glaube. Also ich vermute mal, dass es nicht ging, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich schon längst getan. Da wird es bestimmt einen guten Grund geben, aus dem ich keinen Slab-Hand platziert habe. Oder ich habe es einfach verpennt gehabt. Das kann und könnte natürlich auch gut sein. Ich bin mir da gerade nicht zu 100% sicher, warum wir da noch keinen Slab hatten. Aber ich habe jetzt mal ein paar Slabs hergestellt und wir finden mal kurz raus, warum zur Hölle da noch kein Slab da war. Wie was gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass das einfach nicht ging. Einfach nur, weil ich sonst nicht stehen kann, oder? Oder hatte ich das sogar schon vor und habe es dann vergessen? Ich könnte mich auch runtercrouchen und könnte jetzt hier definitiv noch reinhitten. Erstmal warten wir kurz und gucken mal, wie viele Zombies jetzt hier spawnen und wie lange es dauert, bis sowas spawnt. Noch höre ich nichts, der Spawner ist hier hinter mir. Was ich aber auch schon zu Genüge gezeigt habe in diversen Videos, dass der da hinter mir ist. Ich bin noch schwer, okay, ich war mir gar nicht sicher, ob ich irgendwie gerade auf Peaceful spiele, weil meine Hungerleiste ist auch noch nicht runtergegangen. Ich habe normalerweise den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, eh gelockt. Ne, ich habe ihn nicht gelockt, aber ich spiele immer auf schwer meine LP-Welt, deswegen gerade meine Verwirrung. Wieso spawnen jetzt hier nichts? Also, aha, so, jetzt. Das klingt mir nach 2 oder 3 Zombies vielleicht sogar auf einen Schlag. Das ist aber auch üblich, dass da mehr als einer spawnt in der Regel. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht so genau, warum das jetzt so lange gedauert hat. Normalerweise. Baby-Zombies auch direkt eingespawnt. Okay. 2 Zombies sind schon mal hier eingetroffen. 1 und 2. Okay. Da haben wir einen mit Gold Boots. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleichswert. Also das sollte ich an der Stelle anmerken. Ich habe keinen Vergleichswert von wie lange, wie schnell, wie doll. Wie krass sind jetzt hier vor die Zombies gespawnt oder nicht gespawnt. Das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau. Ich habe mir da jetzt keinen Wert aufgeschrieben oder sowas. Aber so auf den ersten Blick würde ich sagen, abgesehen von der langen Spawnpause jetzt hier gerade am Anfang, habe ich schon den Eindruck, ich höre um einiges mehr Zombies, ich habe schon den Eindruck, dass es hier mehr spawnt. Auch wenn es jetzt hier wieder eine ganze Weile dauert, bis hier was runterkommt. Ich vermute mal, dass da oben eventuell den Zombie den Gang am blockieren ist oder sowas in die Richtung. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme, den Gang vielleicht einfach auszubauen. Dass wir da oben, also dass wir quasi den Schacht nach oben so lassen, aber dann da oben hin. Ja, jetzt kommt hier einiges runter. Okay, krass, das sind irgendwie 4 Zombies. 1, 2 sind dafür gestorben, 3, 4. Sind es 5 Zombies, die jetzt gerade hier den Schacht runterkommen sind? Ich glaube, es spawnt mehr. Aber das ist natürlich auch noch eine Maßnahme, jetzt hier hinzugehen. Ich gehe mal kurz hier. Ah, ich sollte jetzt nicht rausgehen. Wenn ich in den Spectator-Modus gehe, ist es genauso, sollte ich rausgehen. Dann bin ich hier nicht mehr als Spieler physisch anwesend, dass die Zombies spawnen können. Ich zeige es euch einfach trotzdem mal kurz, wenn die Zombies eh erstmal den Schacht runterkommen müssen. Zwar sind schon wieder runtergekommen. Diesen Tunnel hier, der ist gerade 3 Blöcke breit, aber das sind halt alles die Außenwände logischerweise. Den könnte ich 5 Blöcke breit machen, sodass er im Inneren quasi 3 Blöcke Platz hat. Und oben das Ganze könnte ich dann halt auch entsprechend verbreitern. Dann hätten wir hier ein bisschen mehr Platz für die Zombies zu manövrieren, sag ich mal.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann vielleicht leichter hier runterkommen. Weil ich glaube, es passiert schon mal ganz gerne, dass... Oh Gott, sind hier viele... Ja, also es ist definitiv effizienter geworden. Ich bin mir da mehr als nur ein bisschen sicher, dass hier mehr Zombies runterkommen und rauskommen. Dass das Zombie-Output von der Farm hier ist definitiv zumindest schon mal ein kleines bisschen hochgegangen. Also bin ich mir relativ sicher. Das Ding ist, dass da oben ganz gerne mal ein Zombie in dem Gang quasi einfach feststeckt, glaube ich. Der dann gegen den Strom, weil da ist halt so ein Wasserstrom, der die Zombies dann rüberfließen lässt. Und ich glaube, da steckt jetzt gerne mal einer drin, der gegen den Strom einfach steht und gegen den Strom anläuft. Und dann quasi die ganzen anderen Zombies alle blockiert. Bis er dann irgendwann nicht mehr genug gegen den Strom ankämpfen kann und dann halt doch runterfällt, logischerweise. Wenn wir da oben einen schönen breiten Fluss hätten. Schönen breiten, breiten Wasserfluss. Oder vielleicht auch einfach einen Villager da oben oder sowas in die Richtung. Das ist ja auch eine Maßnahme, oder? Dass man oben irgendwie einen Villager einsperrt, sodass die Zombies aktiv auf den Villager zulaufen oder sowas in die Richtung. Geht das? Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube, dann hätten wir außerdem das Problem, dass der Villager wahrscheinlich immer paniken würde und dann halt einen Eisengolem spawnen würde. Weil ich glaube, das ist wie das funktioniert. Wenn der Villager irgendwie. Selbst wenn man nur einen Villager hat, der Villager aber irgendwie. Oder muss man dafür ein ganzes Village haben? Ich glaube, ein Villager reicht aus. Wenn ein Villager keinen Eisengolem hat in seinem Village, also in seinem Ein-Personen-Village, und dann Zombie sieht und am Paniken ist, ich glaube, dann spawnt direkt am Village Center irgendwie ein Eisengolem, oder? War das so? Ich glaube schon, eventuell. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare klatschen, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert hatte. Aber das fände ich hier ein bisschen lästig, ein bisschen störend. Denn die Eisengolems hier, die bräuchte ich jetzt hier nicht, sag ich mal. Also klar, eine Eisenfarm ist auch ganz nett und ganz schön, aber es ist hier nicht Sinn der Sache. Die würden jetzt hier mehr stören als alles andere, weil ich den halt auch noch irgendwie verarbeiten müsste. Dann müsste ich das Ganze noch mehr überarbeiten und umbauen. Generell auf den Villager hier da oben irgendwie reinzuzwängen. In den Schacht, dass die Zombies den sehen können, dann auf den Aggro oder sowas. Ich höre die ganze Zeit schon ein Baby-Zombie. Also ich höre mindestens ein oder zwei. Was ist da los? Also. Ah, ja, das war das Ding. Ne? Also. Das ist halt auch so ein Ding. Man braucht diese Zaune hier, glaube ich, damit die Zombies es hier in diesen Schacht hier reinschaffen. Wir gucken mal kurz, ob hier oben auch wieder einer schön am Blockieren am Verstopfen ist. Nee, gerade nicht, okay. Also. Diese zwei Zombies fallen halt auch ins Mobcap, logischerweise. Im Hintergrund sind wir gerade irgendwo ein Enderman am Durchgehen am Marschieren. Die gehen halt auch aufs Mobcap, das heißt, hier können zwei Zombies weniger spawnen wegen diesen beiden Kollegen hier. Aber dieser Zaun muss, glaube ich, jetzt sein, damit die hier hochkommen können. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie ein überarbeitetes Design gibt für diese Mobfarm, die ich jetzt hier habe, oder diese XP-Farm, die ich jetzt hier, wie ich sie jetzt hier nutze. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Design, das Design, was ich hier nutze, ist eventuell tatsächlich ein Design von vor x Jahren. Als es noch keine Baby-Zombies gab oder als Baby-Zombies irgendwie seltener gespawnt sind oder irgendwie sowas. Ich bin mir da relativ sicher, dass das irgendwie sowas war. Potenziell. Ich müsste mal gucken, ob man da vielleicht noch was tun kann, weil das ist halt auch schon wieder ein bisschen störend, dass die beiden Baby-Zombies da stuck sind. Es ist jetzt nicht so mega dramatisch, logischerweise. Aber es geht halt schon auf die Effizienz der Farm. Deswegen, ich weiß nicht. Ich habe zwei Level haben wir gegaint oder sowas. Bis jetzt heute. Und das mit dem... Wie wurde ich da gerade getroffen? Also das mit dem Cobblestone Slab hier funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Was nicht wunderbar funktioniert, ist die Tatsache, dass hier gerade gehittet wurde von irgendeinem Zombie. Ich weiß nicht genau, wie ich da gehittet werden konnte. Ich stand nicht mal in der Nähe von dieser Stelle hier, wo ich halt normalerweise vielleicht noch plausibel erreicht werden könnte vom Zombie. Aber okay. Haben noch schon das Tag zu sein. Was auch sehr gut ist. Eine weitere Sache, die natürlich sehr gut ist und wäre es natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet, solltet ihr das nicht eh schon gemacht haben. Das würde mich sehr freuen, um mich also zu unterstützen. Deswegen lasst mir lieben gerne ein Abo da, um mich hier auf YouTube, mich und meinen Kanal zu unterstützen natürlich. Und lieben gerne natürlich auch Likes und Kommentare da lassen. Auch das würde mich hier wunderprächtig unterstützen auf meinem YouTube-Adventure. Mein Inventar ist voll, merke ich gerade. Wahrscheinlich wegen diesen Lederboots, die ich gerade gepickt habe. Packen wir mal schön die Truhe rein. Haben wir ein Crafting Table? Braucht man doch ein Crafting Table, um Sachen zu kombinieren? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Könnt ihr mal aus Jux und Dollerei, ich merke, mein Inventar ist komplett im Überlaufen. Geht das? Kann ich das so kombinieren? Ja, kann ich. Okay, cool. Dann werde ich jetzt hier gleich aus Jux und Dollerei einfach mal die ganzen kaputten Ledersachen vielleicht einfach mal zusammen kombinieren zu einem super Leder-Rüstungsstück oder sowas in die Richtung. Weil, warum auch nicht? So. Dich und, ja gut, das Problem ist natürlich, dass ich jetzt hier keinen Platz habe. Ne? Wir geben mal hier die Seeds und ich weiß gar nicht, warum mein Inventar schon wieder so voll ist, um ehrlich zu sein. Wir geben mal die Seeds, zur Seite kombinieren die beiden Freunde hier. Wunderbar. Dann kombinieren wir diese beiden Freunde hier. Und kommen so natürlich auch wieder wunderbar zu ein bisschen mehr Platz in meiner. Hat der Thorns? Hat der Kollege gerade Thorns gehabt? Wieso habe ich gerade Damage genommen? Oh, er hat. Okay, er hat die Rüstung gedroppt. Er hat in der Tat Thorns. Gut zu wissen, dass er Thorns auf der Rüstung hat. Okay. Ich finde lustig, wie ich das irgendwie geraten habe, wegen dem Damage, den ich genommen habe. Ich meine, der Damage generell kam mir irgendwie komisch vor. Er droppt einfach seine ganze Rüstung. Okay, krass. Ich meine, der Damage an sich kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor, aber der hat auch diesen komischen Soundeffekt gemacht, diesen Thorns-Soundeffekt. Oder? Ist das der Thorns? Hat Thorns einen Soundeffekt? Da habe ich mir das gerade eingebildet. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dass das der Thorns-spezifische Soundeffekt ist. Also vermute ich zumindest mal. Das hat mich gerade. Ja, das hat es gerade ein bisschen verraten. Aber der eine Zombie vorhin, der hat keine Thorns-Rüstung gehabt. Wie der mich getroffen hat, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Wir haben jede Menge Boots, die wir jetzt hier kombinieren können. Sehr schön. Reicht ja schon. Um hier ja, das reicht sogar schon. Jetzt haben wir ein komplett gemaxtes Paar Boots hier. Warum auch nicht, I guess.
So, was kombinieren wir jetzt weiter? Kombinieren mal dich und dich, maybe. Und maxen dich auch mal auf maximales Leather Tunic Armor Level, whatever. Armor Health Level. Es ist komplett wurscht, ich werde diese Rüstung nie tragen, wahrscheinlich. Es sei denn, ich mal sie in lustigen Farben an und habe dann irgendwie Kleidung in Anführungszeichen. Also keine Rüstung, sondern wirklich Kleidung sind von Kleidung oder so, irgendwann mal. Keine Ahnung, vielleicht. Ich werde diese Karotte tatsächlich jetzt wegmachen können, weil ich keinen Platz mehr im Moment habe. War das nicht übelst selten, dass Zombies Karotten droppen können übrigens? Also dass Zombies Karotten droppen können überhaupt, das weiß ich. War das einer der selteneren Drops? Ist da ein Chicken Rider gespawnt? Wieso hab ich gerade einen Huhn gehört? Nee, das musste. Okay, das war überirdisch, vermute ich meine nämlich. Ich meine nämlich, Baby-Zombies können auf Hühnern reiten spawnen, oder? War da nicht irgendwie sowas? Also Zombies, nee, nicht Zombies, Skelette waren es, ne? Genau, Skelette. Dass die auf Spinnen reiten, so ein Spider-Jockey, dass die darauf reiten spawnen können, weiß ich auch. Aber ich glaube, Baby-Zombies waren das doch, oder? Die auf Hühnern spawnen können. Baby-Zombies und Baby-Picklins. Oder waren das nur Picklins? Wie war das nochmal? Irgendwas kann auf jeden Fall auf Hühnern spawnen. Irgendwas im Never war das, glaube ich. Aber ich glaube, Baby-Zombies auch, oder? Irre ich mich da gerade komplett? Ich bin mir da gerade nicht zu 100% sicher, wie das nochmal war. Bin ich ganz offen und auch ganz ehrlich. Wo ist dieses Huhn? Also es muss ja irgendwo hier direkt über mir sein, oder? Ich höre es relativ close irgendwie. Ja. Ich vermute mal, dass da gerade ein Baby-Zombie drauf war. Ich bin mir nicht zu 100%. Ich wollte gerade schon sagen. Also scheine ich mich doch nicht geirrt zu haben. Ich vermute mal, dass es das ein Baby-Zombie war. Der dann da in München gespawnt ist. Das ist hier in meinem Schacht gelandet ist. Okay. Ein weiteres Level up. Level 25. Wo ist denn das Chicken-Ding? Da, so. Das Chicken-Ding hin. Das Raw Chicken. So, wir nehmen mal dich nicht. Ne? Euch nehmen wir wieder mit. Euch beide Freunde. Fehlt mir irgendwie ein Item? Ich hatte doch irgendwie ein Item. Achso, nee, ich hatte von einem Rüstungsstück momentan, ne? Deswegen hatte ich ein volles Inventar. Da war ja was. Aber ich finde schön, wie ich so das Gefühl hatte, so das Hühnchen muss ja in der Nähe sein. Vielleicht über mir. Ja, es war über mir. Oben im Schacht war es über mir und dann war es hier gerade direkt vor mir. Bin ich überraschend. Könnte man, Moment mal. Das muss ich einmal kurz erörtern. Könnte ich nicht, theoretisch gesehen, wie so einen kleinen Emergency-Gang hier buddeln, mit dem ich dann die Baby-Zombies hier unten wegsnacken könnte. Ja, oder? Ist das nicht ein Thing, das ich machen könnte? Das werde ich in dieser heutigen Folge nicht machen, glaube ich. Aber ich muss versuchen, mir das zu merken für die nächste Folge. Dass ich dann wieder hier vielleicht so ein... Das wäre nämlich auch eine Alternative. Dann müsste ich nicht gucken, dass ich eine Mechanik habe, die Baby-Zombies da irgendwie rausholt. Sondern ich buddel mir einfach hier so einen kleinen Gang. Und klopfe die dann da weg, die Baby-Zombies. Das wäre natürlich auch eine Option. Dass ich einfach so einen Baby-Zombie-Wegklopp-Gang habe. Damit würden mir die Baby-Zombies dann auch nicht durch die Lappen gehen, die dann da unten in dem Zaun landen quasi. Das ist eine interessante Idee, dass das, ist mir jetzt ganz spontan in den Sinn gekommen, das könnte man natürlich machen, ne? Das könnte man bringen. Das könnte man in der Tat bringen. Ich glaube, das mache ich. Oder machen wir es vielleicht sogar heute noch? Wir machen es vielleicht sogar heute noch, warum nicht? Warum denn auch nicht? Was soll denn schon schief gehen? außer literally alles. Literally alles. Okay, so, dann gehe ich erstmal kurz jetzt ins virtuelle Bettchen schlafen, bevor ich jetzt hier gleich gejumpt werde von irgendwelchen Overworld-Zombies, die an der Oberfläche gespawnt sind, um den Spawner drumherum oder um die Farm drumherum. Und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir denn da nicht einen kleinen Gang einbauen können, den wir nutzen können, um die Baby-Zombies da unten zu entfernen quasi. Eventuell brauche ich Schilder, ne? Habe ich Schilder dabei? Ich habe, glaube ich, noch Schilder in irgendeiner Truhe, um dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht spreadet, ganz einfach. Aber ich muss da so oder so einen Slap davor klatschen wahrscheinlich, damit die Baby-Zombies da nicht rausrennen können aus dem Zaun und mich angreifen können. Das wäre natürlich auch ganz praktisch. Also Slaps haben wir schon mal. Die packe ich schon mal kurz in einmal das Schnellslot hier rein. Die Slaps. Das wäre eine Idee wert. Also wir probieren das mal. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in die falsche Richtung buddle. Da unten, natürlich. So viel ist schon mal klar. Hallo, Mr. Enderman. Wie geht's denn so? Wie geht's dir stets? Der hat schon sich hier einen Grasblock genehmigt anscheinend. Enderfreund da hinten. Da vorne haben wir einen Creeper-Freund, an dem wir vorbeilaufen werden. Und zwar in einem großen Bogen, sodass ich gegen ihn nicht kämpfen muss. Da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Also nicht, wenn es sich vermeiden lässt, dann lässt sich vermeiden. Also glaube ich da zumindest. Hallo. Guckt auch schon gerade schön in meine Richtung, der Creeper. Bist du friendly oder? Das Lustige ist, heutzutage in modernen Minecraft-Versionen, sobald es Tag wird, sind Spinnen halt nicht mehr böse. Ne? Also auch wenn sie unter einem Baum sind. Aber es war so lange so, in der Beta war das glaube ich damals, es war so verdammt lange so, ich glaube mehrere Jahre lang oder sowas war es so. Und mindestens ein Jahr lang war es so, dass Spinnen halt tagsüber verbuggt waren und nicht gedeagrot sind. Oder ich glaube zuerst war es, dass sie tagsüber nicht gedeagrot sind und später war es dann so, dass Spinnen zwar tagsüber glaube ich gedeagrot sind, aber wenn sie irgendwie noch unter einem Baum waren oder sowas, war das genug Dunkelheit in Anführungszeichen, das Darkness Level, war das Light Level oder war noch dunkel genug quasi, dass die Spinnen halt nicht gedeagrot sind, trotzdem. Ich kann mich da noch finster erinnern, dass da was war.
Deswegen, das ist immer noch so PTSD-mäßig, dass ich mich immer dran zurückerinnere und dann trotzdem immer noch mega vorsichtig. Ah, okay, die sind die Spawn-Baby-Zombies. Aber die stecken doch. Wenn mich nicht alles täuscht, stecken die doch einfach jetzt hier drin, oder? Ich glaube, es ist. Oder? Ich glaube, es ist smarter, wenn wir den Cobblestone Slab hier hin platzieren. Weil dadurch kann ich dann hier auch in den Wasserlock hier theoretisch reinreachen. Dann habe ich jetzt hier Reichweite auch da rein zu grapschen quasi. Ich glaube, das dürfte funktionieren. Das werden wir aber, glaube ich, frühestens in der nächsten Folge rausfinden, denn wir sind tatsächlich schon am Ende der Aufnahmezeit der heutigen Folge angekommen. Aber so grundsätzlich. Es sei denn, Spawn ist natürlich. Noch eben schon ein Baby-Zombie. Das wäre natürlich auch noch ganz cool. Dann könnten wir es auch heute noch austesten. Ich meine, da hinten, da werde ich nicht reinschlagen können. Also hinter den Zaun, da komme ich. In die hinteren beiden Löcher, da komme ich nicht rein. Das könnte man auch noch einrichten, aber, ne? Indem ich den Gang jetzt irgendwie noch hier so an die Seiten erweitere oder sowas. Das ging aber schon auch. Aber vorerst mal werden. Wir sollten erstmal testen, ob es überhaupt geht, natürlich. Aber ich meine, die stecken noch ganz unten drin im Zaun, oder? Sodass ich die normalerweise hier so. Zumindest wenn die hier in die hinteren beiden Slots, sag ich mal, Anführungszeichen, reinfallen. Weil das sind ja quasi vier so Slots mit dem Zaun, mehr oder weniger. Oh, I guess aus den beiden Slots haben wir jetzt quasi ein Slot gemacht, oder? Weil sich der Zaun, glaube ich, jetzt nicht mehr zu dem Slab hier rüber verbindet. Das heißt, das ist quasi ein größeres Slot geworden dadurch, mehr oder weniger. Aber an sich macht es ja auch nichts, weil, Enchanted Rüstung haben will. Einmal hergeben, bitte. Vielen Dank. So. Stimmt, deswegen haben wir hier den Grindstone für die Bonus-XP von der Enchanted Rüstung. Aber an sich ist ja auch egal, weil selbst wenn ich hier drei Baby-Zombies reinpassen anstatt nur zwei, also auch noch einen in der Mitte, können wir die von hier aus ja auch treffen. Deswegen, ja, wir werden sehen, schätze ich mal. Jetzt war natürlich kein Baby-Zombie, das ist immer wieder hier der Vorführeffekt. Aber gut, I guess wir werden es erst in der nächsten Folge rausfinden, es tut mir so leid, aber wir haben es schon gebaut in der heutigen Folge. Und in der nächsten Folge werden wir es dann auf Herz und Nieren testen, da uns noch leider einiges an XP Farming bevorsteht. Ich werde eventuell, also ich werde definitiv nicht bis zu dem Level, bis zu dem ich farmen muss, nur das hier machen, weil das einfach fürs Aufnehmen auch ein bisschen langweilig ist natürlich. Deswegen würde ich sagen, wir werden noch vielleicht ein oder zwei Folgen hier verbringen, die nächsten ein, zwei Folgen oder so. Und werden vor allem in der nächsten Folge erstmal testen, ob das Ganze jetzt, wie ich mir das vorstelle, funktioniert. Und danach werden wir dann mal schauen, was wir das nächste machen. Aber ja, das werden wir dann in der nächsten Folge austesten, ob die Baby-Zombies von hier aus erreichbar sind mit meinem Schwert und killbar. Ich vermute mal, ja, also zumindest sind sie hier vorne landen. Da hinten werden wir es dann sehen, schätze ich mal. Aber das wäre soweit für die heutige Folge. Den Zombie nehmen wir doch auseinander, den auch. Okay, die beiden Freunde nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, wäre es das soweit erstmal für die heutige Folge. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Ich hatte wie immer sehr großen Spaß daran, diese Folge aufzunehmen, auch wenn sie jetzt ein bisschen monotoner war als ich meine, nicht jede Folge kann super Action gepackt und krass und oh mein Gott, ich habe 10 Trilliarden Diamanten gefunden und den River gekillt und den Warden gefunden und gekillt und so und generell überhaupt. Nicht jede Folge in meinem Minecraft-LP wird mega Action gepackt und gecrampt sein, aber ja, das war mal wieder eine interessante, spaßige kleine Farmfolge mit, oder was heißt eine interessante kleine, es war eine spaßige kleine Farmfolge mit einem interessanten kleinen Farm-Upgrade mehr oder weniger hier unten. Also Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Upgrade ist, ob es wirklich funktioniert. Das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Aber ja, das war's soweit für die heutige Folge. Den Zombie klatsche ich jetzt hier noch schnell weg. Und dann würde ich sagen, das war's soweit für die heutige Folge. Schaltet ihn gerne in der nächsten Folge wieder ein. Da werden wir dann herausfinden zusammen, ob das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Lieben gerne Abos, Likes und oder auch Kommentare da lassen. Zum Support. Das war's von mir für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.